Ja, was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Und heute haben wir ein paar Investments am Start. Ich habe mir ein paar gute Investments rausgesucht, die ich selber getätigt habe. Und jetzt kannst du eben entscheiden, investierst du mit oder investierst du nicht mit. Das ist deine freie Entscheidung. Und ihr seht hier schon, dass wir zum Beispiel mal einen Pachecho auch verkauft haben. Keine Ahnung, wie man den eigentlich ausspricht. Aber auf jeden Fall haben wir den damals für 10.250 mitgenommen. Das war ein Abstoß in Form. Und jetzt kostet er eben 15.500 Münzen. Einfach mal easy verkauft. Und genau um diese Taktik geht es in diesem Video jetzt auch. Das wird auch kein langes Video. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht cutten, weil ich zurzeit sehr wenig Zeit habe. Das tut mir wirklich leid, aber ich habe einfach gerade nicht viel Zeit. Und ja, Leute, ich möchte euch hier ein paar Infos sagen, in die ihr investieren könnt. Und wir werden dann auch noch ein Pack öffnen. Und mein Team müsst ihr euch anschauen, Leute, ganz wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir hier mal direkt rein. Und zwar habe ich in Blind investiert oder Blind. Da habe ich rein investiert, dann Mario könnt ihr euch holen, dann könnt ihr euch noch den, ja, der Chilwell ist ein bisschen schwierig, würde ich eher nicht mitnehmen, den Tormann hier könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen, der spielt in der spanischen ersten Liga, ist ein gutes Investment, dann Steffen habe ich mir hier geholt, Chester ist sehr, sehr gut, der ist sehr, sehr günstig, spielt zwar in der zweiten englischen Liga, das dürft ihr nicht verwechseln mit der ersten, denn da denkt man ja, Aston Villa, erste Liga, ist aber nicht so, ja, er hier ist ein bisschen teuer, finde ich, also finde ich ein bisschen zu teuer für einen 82er, deswegen habe ich mir den nicht geholt, dann den Jordan könnt ihr euch eventuell holen. Den Hazard habe ich mir auch geholt. Ich werde euch gleich auch nochmal zeigen, welche ich mir geholt habe und welche nicht. Hazard habe ich für 23k mitgenommen. Ich meine, der hat gute Werte. Rechter Flügel, Bundesliga, Belgien, 84er Rating. Den kann man sich schon mal mitnehmen. Ja, dann hier Guzman habe ich mir noch mitgenommen. Die kosten sowieso alle nur 10k hier. Den habe ich mir auch mitgenommen. Den könnt ihr euch auch mitnehmen und Scheffler könnt ihr euch auch mitnehmen. Lightgib auch, aber der kostet gerade ein bisschen viel. Der kostet gerade fast 10k. Das ist eigentlich ein bisschen teuer. Aber auf jeden Fall haben wir hier ja, da auf jeden Fall zwei ganz sichere Investments, weil die steigen dann halt so auf 12, 13k hoch, dann verkauft ihr die, dann habt ihr eben Gewinn gemacht. Und die Leute fragen mich auch immer, ja David, wann genau steigen denn die Spieler jetzt eigentlich? Und diese Frage kann man nicht genau beantworten. Wobei, man kann sie eigentlich schon beantworten, aber man kann den Zeitpunkt nicht genau nennen, also eigentlich auch wieder nicht. Diese Spieler steigen, wenn passende SBCs kommen. Was sind passende SBCs? Wo du zum Beispiel 3 Informs brauchst, aber kein hohes Rating. Ja, dann kannst du zum Beispiel so einen Spieler perfekt einsetzen, aber auch eben SBCs, wo es heißt 83er Rating und 2 Informs. Da kannst du den auch verwenden. Dann musst du halt 2 84er oder so reinpacken, dann wird das Ganze auch funktionieren. Und das sind eben genau diese SBCs, wo solche Spieler ansteigen. Und das zweite eben, oder der zweite Punkt, warum solche Spieler so und so steigen, das ist einfach, weil es diese Spieler nie wieder in den Packs gibt und jetzt gerade sind die Spieler am günstigsten. Jetzt wurden die Weekend League und die Division Rivals Rewards gezogen. Das heißt, jetzt gerade wurden diese Spieler extrem häufig gezogen. Das heißt, das Angebot ist sehr hoch, die Nachfrage nicht, deswegen sind die Preise so niedrig. In ein paar Wochen, sagen wir mal in einem Monat, genauso wie es bei Pachecho der Fall war, da ist es dann eben der Fall, dass der Spieler ja gar nicht mehr zu ziehen ist, seit einem Monat, und der Preis steigt halt dadurch und die Leute kommen drauf, ja, vielleicht möchte ich den ja doch mal spielen, zum Beispiel eben beim Hazard. Ja, das ist ein Spieler, der hat ein gutes Rating, der hat wirklich gute Werte, der hat 4 Sterne Skills, ich denke mal für 23k kann man den auf jeden Fall mal mitnehmen, also wirklich ein sehr, sehr gutes Investment, und bei dem denken sich die Leute vielleicht in einem Monat, boah, das ist ja eigentlich ein richtig guter rechter Flügel aus der Bundesliga und der wird safe so auf 35, 40k hochgehen. Also ich bin mir da ziemlich sicher. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Aber ich investiere auch und ihr könnt hier nicht wirklich Verlust machen. Das ist auch das Geile, weil 84er Informs sind immer gute Investments. Auch zum Beispiel Mario habe ich mir geholt für 23,5. Der kostet natürlich jetzt noch nicht mehr. Ich habe mir den gerade geholt, aber das ist ein 84er Investment aus der Serie A. Also merkt euch mal, 23,5 habe ich bezahlt. Fabian ist ein ziemlich ähnlicher Spieler. Schaut euch mal die Werte an, schaut euch mal den Spielertyp an. Das ist ziemlich ähnlich. Und hier sehen wir dann mal, Fabian habe ich damals gekauft für 19k. Das war wesentlich günstiger, aber der liegt im Moment bei 28k circa. Und mit dem habe ich einfach schon fast 10.000 Münzen Gewinn gemacht. Den werde ich demnächst dann verkaufen. Ich warte hier auch noch, ob eben eine SBC kommt, wo du High Rating brauchst und eben Informs, weil dann wird der auf 40k oder so hochgehen. Deswegen warte ich da noch, aber da seht ihr, der kostet 28k. Warum sollte Mario nicht locker auf 28 hochgehen? Ich meine, ich würde sogar fast sagen, dass Mario, ja, wird er häufiger gespielt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er hier den Inter Mailand Link, er hat den Spanien Link natürlich auch noch, aber das sind beides ähnliche Spieler und der kostet aber einfach 5k mehr als er, weil der gerade in den Packs ist und der andere halt eben nicht. Und das sind eben die Gründe, warum Spieler steigen. Zum Beispiel hier auch Lala habe ich mir geholt für 29k, den habe ich auch gespielt, beziehungsweise spiele ihn noch, und ihr seht hier,
Der kostet 40k gerade. Der kostet 40k. Wir haben 10k Gewinn mit ihm gemacht. Bei ihm habe ich euch auch im Stream immer gesagt, holt euch den einfach einmal, nehmt den in den Verein und dann passt das Ganze. Und weil mich auch immer so viele Leute fragen, ja, was ist denn jetzt mit Pepe? Der steigt ja gar nicht wirklich. Erstens mal, er ist schon gestiegen. Das sehen wir hier. Er ist schon gestiegen. Ich habe ihn ja für 19k geholt. Er ist schon gestiegen. Und zweitens, Leute, wir warten immer noch auf eine SBC, wo er gebraucht wird. Es ist immer so, Leute, bei solchen Investments, das sind keine genauen Investments. Wir investieren nicht genau in den Fabian, weil wir wissen, es kommt eine spanische SBC, wo du Informs brauchst. Nein, wir investieren, weil wir wissen, dass im Laufe von FIFA auf jeden Fall eine Inform-SBC irgendwann kommen wird. Da wird er dann gebraucht. Wir investieren, weil High-Rated-SBCs kommen werden, wo man auch noch Informs braucht. Da wird er eben auch gebraucht. Wir investieren, weil vielleicht mal ein Man of the Match, ein Player of the Month, sonst was kommt, okay, aus der Serie A jetzt eher nicht so, aber gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel natürlich, aber hier zum Beispiel, vielleicht kommt eben genau der Hazard mal als Player of the Month aus der Bundesliga und genau diesen Hazard, den 84er Inform, musst du dann einsetzen, um die SBC abzuschließen, dann steigt der auf 80k hoch oder so, wenn das wirklich genau so der Fall ist. Aber das ist eben der Grund, warum wir investieren, das möchte ich euch auch nochmal gesagt haben, auch zum Beispiel Alzoma, damals geholt für 10,5, kostet jetzt, ihr seht es hier, mindestens 14k, das sind einfach mal ganz easy 3k Gewinn. Und ja Leute, diese Spieler solltet ihr euch eben holen, zum Beispiel Blind habe ich mir auch geholt. 12,25 ist schon etwas teurer, bei ihm muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist nicht der günstigste Preis für so einen Spieler. Aber zum Beispiel hier auch noch vor ein paar Wochen Eggestein geholt für 10k, kostet jetzt schon 15, 16k, ganz easy going. Das ist so leicht, ihr müsst euch die Spieler nur holen und sie im Verein behalten. Und ja, hier haben wir eben die weiteren Investments noch. Hier zum Beispiel habe ich mir einen Linksverteidiger aus der spanischen Liga geholt, kostet jetzt auch schon richtig was. Also das sind wirklich leichte Investments, also falls ihr viele Coins habt, würde ich euch raten, bei jedem Team of the Week die günstigen Informs mitzunehmen, alles unter 12k einfach einpacken. Und ja, Ochoa haben wir uns ja auch damals geholt gehabt für 9,6, ist jetzt nicht wirklich gestiegen, aber fallen kann der ja nicht. Ich meine, wir können den für 9,3 abstoßen, also das sind ganz sichere Investments. Und Leute, Jonas habe ich mir auch noch geholt, das ist ein Special Investment, würde ich mal sagen, oder ein Geheimtipp von mir. Ich bin mir wieder nicht ganz sicher, ob der steigen wird, deswegen habe ich ihn mir einmal geholt und einmal auf der Transferliste gepackt. Ich habe ihn für 10,5 gerade vorhin geholt. Das ist einfach der günstigste 85er Champions League Spieler. Ich glaube, der nächste kostet 2000 Münzen mehr. Und wir haben ja gesehen, bei Falcao und bei Brahimi ist der Preis verdoppelt worden. Ja, die haben wir für 22k geholt und die sind dann 45k wert gewesen. Und bei ihm kann ich mir auch vorstellen, dass der auf 18, 19k hochgeht. Der war nämlich schon mal so viel wert. Deswegen gehe ich davon aus, auch Moreno habe ich mir geholt. Das habe ich übrigens auf Instagram gepostet. Falls ihr dort noch nicht dabei seid, solltet ihr das unbedingt noch machen. Denn dort zeige ich euch auch manchmal so kleine Special Investments, die ich gerade mache, oder irgendwelche kurzen Trading Tipps zeige ich euch da manchmal. Und hier eben Moreno habe ich mir geholt für 4,4. Der war auf 15k vor ein paar Wochen, oder halt, der war auf 15k vor ein paar Tagen, ich weiß nicht wann genau, ich habe einfach nur den Graphen gesehen und der war halt ganz oben und das ist einfach krass gewesen, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Und Fellaini für 3,3k ist auch so ein absolutes Schnäppchen, kostet jetzt hier auch schon wieder 4k, den habe ich mir auch geholt gehabt. Ja, das sind einfach Investments, die sind ganz leicht, vor allem diese Champions League Spieler, die schwanken so hart im Preis, also nehmt euch da auf jeden Fall ein paar mit. Zum Beispiel Kluivert habe ich mir dann auch noch geholt für 3,2k, wisst ihr, das ist einfach Kluivert, ja, ich meine, es ist nicht die Legende Kluivert, aber ich finde 3,2k ist da wirklich geschenkt. Oder Malcui, den kannst du richtig gut spielen, Franzose, 85 Tempo und dann noch eine gute Liga und ich meine, Leute, ich glaube, wir sehen alle, dass der steigen wird, 3,4 geholt, ja, der liegt ja jetzt schon bei 4k ungefähr wieder, aber auf jeden Fall auch so einen Spieler könnt ihr euch für 4k noch mitgehen, der wird, denke ich, wirklich auf 7, 8k wieder hochgehen, wenn er dann nicht mehr in den Packs ist. Okay Leute, dann würde ich sagen, Stichwort Packs. Ich habe gesagt, wir öffnen ein Pack und ich habe hier ein paar Rewards am Start. Ja, ich werde jetzt nicht alles ziehen, ich werde ein Pack öffnen. Die anderen Packs werden wir im Stream öffnen am Wochenende, denn ich werde die Weekend League spielen diese Woche. Habe mich gerade vorhin noch qualifiziert und ich würde sagen, wir öffnen ein Pack für dieses Video, damit ihr eben auch ein bisschen was habt. Und die anderen Packs sind sozusagen ja, solche Aufmunterungspacks während der Weekend League, wenn es mal nicht so läuft. Ja, und es ist leider kein Walkout und es ist eventuell eine Leinwand. Es ist keine Leinwand im 25k Pack. Das müsste was sein mit einem 82er Rating. Was?
ist das? Franchise. Leute, das ist leider nicht so gut. Aber ich würde sagen, ich zeige euch dann jetzt noch gleich mein Team, weil das auch einige interessiert hat, ob ich was umgebaut habe. Und ich habe was umgebaut und ich möchte euch kurz mal nach eurer Meinung fragen. Es ist noch nicht endgültig. Ich habe hier rechts zum Beispiel jetzt Meunier statt Lala. Ich weiß nicht, Meunier ist halt einfach groß und der hat halt so einen Körper und ist gleich mal so langsam. Dann Mondi habe ich noch, der ist richtig stark. Wanyama ist super. Ja, für Lingard eventuell wen anderen. Vor allem der linkt hier auch gar nicht perfekt. Auch Bailly ist nicht perfekt. Von der Chemistry her. Ich wollte hier sowieso noch was ändern, aber ich dachte mir, ich frage euch trotzdem heute kurz nochmal, was ihr so sagen würdet. Übrigens, Mbappé habe ich mir jetzt auch geholt für 470k. Der war auf 455, den hätte ich mir ein bisschen früher holen sollen, aber ich brauche ihn jetzt für die Weekend League und... Ja Leute, hier den Lala sehen wir noch und das ist eigentlich mein Team, deswegen schreibt mir mal in die Kommentare rein, habt ihr Verbesserungsvorschläge, was für Verbesserungsvorschläge habt ihr? Das ist, wie gesagt, nicht das Endgültige, ich weiß, dass das nicht perfekt ist, aber schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr da noch irgendwas habt. Und ja Leute, die Tage werden eben, wie gesagt, nicht ganz so viele Videos kommen, weil ich halt sau viel lernen muss zurzeit und da werde ich eventuell mal im Community-Tab was reinschreiben. Schaut euch das einfach mal an und ja, dann schreibt mir auf jeden Fall noch in die Kommentare, ob ihr die Weekend League spielt. Ich schaue hier gerade auf meinen Schummelzettel. Ob ihr die Weekend League spielt, schreibt mir das mal in die Kommentare und dann bin ich raus, Leute. Das ist mein Team, bewertet das nochmal schnell und ja, investiert auf jeden Fall in diese Abschlussinforms und in den Jonas OCL. Kann ich euch wirklich empfehlen. Wir hören uns beim nächsten Video, Leute. Schön, dass du mit dabei warst, schön, dass du bis hierhin geschaut hast. Habt immer High Hopes, Leute. Bis dann und ciao.